Das Ende der Welt von Irina Hommel. Hi, mein Name ist Raymond. Ich bin ein Ausgestoßener. Abschaum. Einer von der ganz üblen Sorte. Man sollte mich lebenslang wegsperren oder öffentlich hängen. Dies sind oder waren zumindest die Meinungen meiner Mitmenschen. Meine Knastbrüder sahen das ganz ähnlich. Ich wurde nicht selten mit präparierten Zahnbürsten und umfunktionierten Löffeln angegriffen. Eines Nachts wurde ich wach und man drückte mir ein Kissen aufs Gesicht. Die Wärter kamen mir rechtzeitig zur Hilfe. Nicht, weil sie mir das Leben retten wollten, sondern weil es ihnen das Gesetz vorschrieb. Aber das ist Geschichte. Lange her. Das alles geschah in meinem früheren Leben. Heute ist alles anders. Nicht besser, aber anders. Wenn du willst, kannst du mich Ray nennen. So nennen mich meine wenigen Freunde. Besser gesagt, so nannten sie mich, damals, als sie noch lebten. Als die Welt noch weitestgehend in Ordnung war. Das Leben im Hier und Jetzt gleicht einer verseuchten Müllhalde. Es hat sich einiges verändert. Alles liegt in Schutt und Asche. In der Ferne sind Schüsse zu hören. Wahrscheinlich irgendwelche Primaten, die versuchen, auch noch die letzten Überlebenden hinzurichten. Wie es zu all dem kam, fragst du dich? Es ist etwa 4 Jahre her. Schon 2020 war die Stimmung angespannt. Hektargroße Waldbrände in Australien, unkontrollierbare Polizeigewalt, massiver Rassismus und eine weltweite Pandemie, die den Menschen die Nerven raubte. Was folgte, waren Demonstrationen, Proteste und Krawalle. Im Mai 2021 gab es dann den großen Knall. Eine Organisation, die sich die Black Wolves nannten, verübten einen Anschlag auf unseren Präsidenten, seine Familie und Gefolgsleute. Live im TV traf ihn eine Kugel genau zwischen die Augen. Was für eine Sauerei. Die Politik brach daraufhin komplett zusammen und Chaos machte sich breit. Die Menschen gingen auf die Straße, plünderten Geschäfte, schossen ihre Nachbarn nieder, fackelten ihre Autos ab und vergewaltigten die Frauen ihrer einst besten Freunde. Die Cops gaben nach wenigen Tagen auf. Zu groß war der Hass der Menschen auf die korrupte Brut. Auch das Militär zog sich bald zurück. Gesetze gab es von diesem Moment an nicht mehr und ein dunkler Schatten legte sich über Amerika. Meine Gefängniszelle öffnete sich eine Woche nach dem Attentat. Irgendein Mexikaner stach Wilson, den letzten verbliebenen Wärter, nieder. Von da an war ich ein freier Mann, nach nur 4 Monaten in Haft. Ich Glückspilz. Der Rest der Welt verschließt seit dem Vorfall die Augen und vor allem die Grenzen. Es gibt weder Hilfspakete noch Ausreisemöglichkeiten. Sie überlassen uns unserem Schicksal. Aber genug vom Geschwätz über die Gründe unserer Misere. Es reicht, dass du nun weißt, dass meine Heimat 2025 nicht mehr als ein Haufen Hundescheiße ist. Bis auf die Schüsse ein paar Blocks weiter ist es still. Viel zu still. Ich vermisse das rege Leben auf dem Times Square, die feinen Bürohengste, die von Termin zu Termin rennen, die Aktentasche in der einen Hand, das Handy zwischen Ohr und Schulter geklemmt und den Starbucks-Kaffee in der anderen Hand. Ich vermisse die Abzocker, die in Mickey Maus und Pluto-Kostümen stecken und den Touristen das Geld aus den Taschen ziehen. Mir fehlen die Straßenmusiker, selbst die stinkenden Penner und die Travestiekünstler, die die Straßen New Yorks so lebhaft machten. Mittlerweile fehlt mir einfach jede einzelne Hackfresse. Aber am meisten fehlen mir Muschis. Ich habe seit 13 Monaten nicht gefickt. Es ist nicht so, dass es keine Gelegenheit gab, aber die Auswahl nicht sehr prickelnd. Zu alt, zu verbraucht, zu versifft. Nichts für einen Mann wie mich. Ich bin 35 und stehe verdammt nochmal in der Blüte meines Lebens. Es wird langsam dunkel und ich muss mich auf den Weg zurückmachen. Außer einem ranzigen Apfel und einer Dose Mais habe ich heute nichts gefunden. Das muss reichen. Ich bin ungern hier draußen, nachdem die Sonne untergegangen ist. Nicht, dass ich Schiss hätte, aber die Dunkelheit ist unberechenbar und ich will dem Wichser, der mir in die Fresse schießt, in die Augen sehen, während er abdrückt. Als ich mich auf die alte Ducati schwinge, sehe ich im Rückspiegel, wie sich etwas bewegt. Ich schieße rum und sehe ein kleines Mädchen, welches mit Leichtigkeit auf den Überresten einer ehemaligen Fastfood-Kette balanciert und nach etwas sucht. Ich beobachte sie einen Moment und frage mich, ob es gerecht ist, dass sie viel zu schnell erwachsen werden musste. Noch bevor ich den Gedanken zu Ende denken kann, sehe ich, wie sich dem Mädchen eine dunkle Gestalt von hinten nähert.
Er scheint mich nicht bemerkt zu haben. Zu sehr ist er auf die Kleine fixiert. Lautlos steige ich von meinem Bike. Ohne den Kerl aus den Augen zu lassen, schleiche ich an den Überresten einer Garage entlang und steige über den Schutt. Ich bin dicht hinter ihm. Als er stehen bleibt, gehe ich in Deckung. »Hallo, du kleine Schönheit, hast du Hunger?« Sie blickt erschrocken auf und mustert den Mann mit ihren großen, hellen Augen. Der Wind bläst seinen abartigen Gestank in meine Richtung. Alkohol, Pisse, muffige Klamotten. Das Mädchen scheint das nicht zu stören. Sie nickt eifrig. »Ich auch, du kleine Schönheit. Ich auch.« Seine Hand wandert langsam hinter den Rücken und er greift nach der Waffe, die in seinem Hosenbund steckt. »Was hat der Typ vor?« »Sei ein braves Mädchen und mach die Augen zu. Wenn ich jetzt sage, kannst du sie wieder aufmachen und bekommst so viel zu essen, wie du willst.« Sie zögert einen Moment, schließt dann aber doch die Augen. Sie muss einen Bärenhunger haben. Der Typ holt die Pistole nach vorne, zielt auf den Kopf des Mädchens und fletscht die Zähne. Gleich gibt's was zu essen. Nicht für dich, Arschloch, rufe ich und sprinte auf ihn zu. Er dreht sich um, doch bevor er realisiert, was geschieht, steckt mein Messer tief in seiner Brust. Sein Gesicht ist genau vor meinem. Die vergammelten Zahnstummel stinken bis zum Himmel. Er lässt die Glock fallen und starrt mir tief in die Augen. Sein Versuch, etwas zu sagen, scheitert. Stattdessen läuft dunkles Blut über seine Lippen und färbt sein ehemals weißes Shirt rot. Mit aller Kraft drehe ich das Messer in seiner Brust nach rechts und ziehe es ruckartig raus. Er hält sich noch einige Sekunden auf den Beinen, bevor sie nachgeben und er im Dreck zusammensackt. Ich beuge mich zu ihm runter, wische die Klinge an seiner zerfetzten Jeans ab und lasse das Messer im Holster verschwinden. Angestrengt suche ich die Umgebung nach einer weiteren Bedrohung ab. Die Sonne ist fast verschwunden. Das macht es mir nicht gerade leicht, doch der Typ scheint alleine gewesen zu sein. Zumindest stürzt sich keine angefressene Meute aus der Dunkelheit auf mich. Ich gehe auf das blonde Mädchen zu, das immer noch mit fest zusammengepressten Lidern dahockt. Ihre kleinen Hände sind zu Fäusten geballt und sie zittert. Ich hole den Apfel aus meinem Rucksack und gehe ebenfalls in die Hocke. »Du kannst die Augen jetzt aufmachen«, sage ich sanft und halte ihr die Frucht hin. Zögernd öffnet sie die Augen, sieht weder mich noch den toten Kameraden am Boden an. Ihre Augen fixieren nur den Apfel. »Nimm schon.« Ohne eine Miene zu verziehen, reißt sie mir den Apfel aus der Hand und beißt kräftig ab. Sie ist vielleicht 7, höchstens 8. Ihr Gesicht ist dreckig und getrockneter Rotz klebt an ihrer zierlichen Nase. Ihr Kleid ist zerrissen und die Knie wundgescheuert. Die blonden Locken kleben an ihrer Stirn. Trotzdem hat sie etwas Engelsgleiches an sich. »Sagst du mir, wie du heißt?« Sie mustert mich, isst weiter ihren Apfel, aber ignoriert meine Frage. »Ich bin Ray, und wer bist du?« frage ich erneut. Keine Reaktion. »Na, dann nenne ich dich eben Goldlöckchen. Du bist nämlich genauso hübsch.« Sie zieht eine Grimasse, hält es aber nicht für nötig, mir zu widersprechen. »Sagst du mir wenigstens, wo deine Eltern sind?« Sie antwortet nicht, aber das ist auch nicht nötig. Der Schmerz, der plötzlich in ihren Augen liegt, verrät mir alles, was ich wissen muss. Als sie mit dem Apfel fertig ist, dreht sie sich wie selbstverständlich um und klettert zurück auf die Straße. Etwas ratlos trotte ich ihr hinterher. »Es ist schon ziemlich dunkel, wo schläfst du denn?« Ohne sich zu mir umzudrehen, zuckt sie mit den Schultern. »Ich habe eine Wohnung in der Nähe und ein Bett, wo du schlafen könntest«, sage ich. Sie bleibt stehen und dreht sich um. »Ein richtiges Bett?« fragt sie mit zartem Stimmchen. »Ach, Goldlöckchen kann ja doch sprechen.« Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. »Ja, ein richtiges Bett«, füge ich hinzu und warte auf eine weitere Reaktion von ihr. Sie scheint nachzudenken. »Du hast den bösen Mann getötet«, sagt sie vorwurfsvoll, aber zugleich dankbar. Ich nicke. »Tötest du mich auch?« »Nein«, antworte ich ihr und bin dabei völlig ehrlich. Ich denke, sie glaubt mir, denn sie kommt auf mich zu. »Wo wohnst du denn?« »Ich habe mir unten im Palisades Park in der Nähe vom Hudson River eine Jurte gebaut. Mit dem Motorrad brauchen wir etwa 20 Minuten.« »Ich dachte, du hast eine Wohnung?« fragt Goldlöckchen misstrauisch.
Eine Jurte ist sowas Ähnliches, erkläre ich ihr. Also wie sieht es aus, kommst du freiwillig mit oder muss ich dich zwingen? Frage ich lachend. Sie folgt mir zu meiner Ducati. Ich gebe ihr meinen Helm, der viel zu groß für ihren kleinen Kopf ist, und hebe sie auf den Sitz. Du musst dich gut festhalten, sage ich, während ich vor ihr Platz nehme. Klammer dich einfach um meinen Bauch. Bist du bereit? Ich sehe ihr Nicken im Rückspiegel und starte die Maschine. Auf den Straßen New Yorks ist es dunkel und ich muss langsam fahren. Langsam genug, um nicht mit einem Einkaufswagen oder sonstigem Gerümpel auf der Straße zu kollidieren, jedoch schnell genug, um nicht aus dem Hinterhalt angegriffen zu werden. Goldlöckchen krallt sich an meiner Jacke fest, während ich versuche, mich auf die Straße zu konzentrieren. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich ein kleines Kind hinten auf meinem Motorrad habe und zu mir nach Hause bringe. Ich, der nie mit Kindern umgehen konnte. Nicht mal meine eigene Mutter, Gott hab sie selig, hat mir meine kleine Schwester anvertraut. Und nachdem ich einmal auf meine Cousine aufgepasst hatte, kassierte ich danach die Prügel meines Lebens. Aber was hätte ich machen sollen? Ich konnte die Kleine doch nicht ihrem Schicksal überlassen. Etwas reißt mich aus den Gedanken. Goldlöckchen schlägt von hinten wild gegen meinen Rücken und ich werde langsamer. Vermutlich war ich zu schnell und sie hat es mit der Angst zu tun bekommen. Was ist los? Frage ich, als wir zum Stehen kommen. Sie zeigt mit dem Finger auf etwas. Links von uns macht sich eine Bande glatzköpfiger Typen über etwas her. Wer oder was das Opfer ist, kann ich nicht erkennen, bis ich den Schrei höre. Den Schrei einer hilflosen Frau, die nacheinander von den Skinheads bestiegen wird. »Fahr weiter, Alter!« ruft uns einer aus der Menge entgegen. »Die Alte gehört uns!« Ich will keinen Ärger und starte das Moped. Wieder klopft Goldlöckchen mir gegen den Rücken. »Du musst ihr helfen und die bösen Männer töten!« »So wie bei mir«, befiehlt sie mir vorwurfsvoll. »Das sind zu viele. Das ist zu gefährlich. Ich kann nicht jedem helfen und ich muss doch auf dich aufpassen.« »Ich kann auf mich selbst aufpassen«, sagt sie und springt vom Motorrad. »Verdammt, bleib hier!« Goldlöckchen rennt auf die Männer zu. Ich springe ebenfalls von der Ducati und sprinte ihr hinterher. »Was für eine Scheiße habe ich mir hier nur eingebrockt? 1, 2, 3...« Ich zähle 7 Typen, während ich auf das Geschehen zusteuere. Goldlöckchen schreit, lasst sie in Ruhe, und bleibt dann abrupt stehen. 3 der Typen wenden sich von der Orgie ab und drehen sich um. Einer, der etwas abseits steht und das Geschehen beobachtet, kommt ebenfalls hinzu. Ich stelle mich schützend vor die Kleine, bevor der Erste sie erreichen kann. Ich hab gesagt, fahr weiter. Was hast du Wichser daran nicht verstanden? Mault mich der Glatzkopf an. Ich bin dafür, dass ihr die Frau in Ruhe lasst und euch hier ganz schnell verpisst. Sonst was? Witzelt einer der anderen. Willst du uns dein Balg auf den Hals hetzen? Goldlöckchen krallt sich von hinten in meinen Oberschenkel. Nein, aber ich schlitze dich und deine Inzuchtbande von unten bis oben auf und reiße euch die Eingeweide raus. Einem nach dem anderen. Der fetteste von allen lacht lauthals. Mit dir fange ich an, Schweinebacke. Sein Lachen verstummt und er schaut beleidigt auf den Boden. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich 7 Kerle ausnocken soll, lasse mir meine Nervosität aber nicht anmerken. Nun wenden sich auch die anderen 3 von der Frau ab. Ich werfe einen kurzen Blick auf sie. Ihre Augen sind offen, sie bewegt sich nicht. Zwischen ihren nackten Beinen sieht es aus wie nach einem Massaker. Neben ihr liegt ein blutverschmierter Baseballschläger. »Wie kann ich dir helfen, Bruder?« fragt nun der breiteste von allen. Auf seiner nackten Brust prangt ein Hakenkreuz. Er scheint der Anführer zu sein. »Wir sind keine Brüder, aber ich kann dir gern sagen, was ich will. Ich will, dass ihr die Frau in Ruhe lasst und verschwindet.« Er mustert mich eine Weile. »Wir wollen keinen Ärger, Bruder. Wir sehen, du hast dein Kind dabei. Meine Brüder, wir sind hier fertig. Lasst uns weiterziehen«, sagt er zu seiner Truppe. Ohne ein weiteres Wort nehme ich Goldlöckchen an die Hand und gehe mit ihr zurück zur Straße. Sie sagt nichts, spricht auch nicht die tote Frau an, wegen der wir beinahe Hackfleisch geworden wären. Mein Herz rast noch immer. Ich will hier einfach nur weg. 7 sind einfach zu viel. Ach, Bruder, bevor ich es vergesse! Als ich mich umdrehe, trifft mich der Baseballschläger genau in die Fresse. Ich torkele nach hinten, lasse Goldlöckchens Hand nicht los. Sie schreit. Dann ist alles dunkel und still.
Die Sonne blendet. Ich setze mich hin und spucke einen fetten Blutklumpen in den Dreck. Meine Nase scheint gebrochen zu sein und durch mein linkes Auge kann ich kaum etwas sehen. Fuck! Goldlöckchen. Langsam fällt mir wieder ein, was letzte Nacht passiert ist. Ich stehe auf. Mir tut alles weh. Ich schaue in alle Richtungen, doch ich kann sie nicht sehen. Diese Wichser haben sie mitgenommen. Angestrengt denke ich nach, überlege, wo sie sie hingebracht haben könnten. Keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu suchen. Ich fühle mich hilflos. Ein Röcheln unterbricht meine Gedanken. Ich schaue mich um. Es kommt von der toten Frau. Ich gehe auf sie zu, versuche ihr nicht in den zerfetzten Schritt zu starren. Schwerfällig bewegt sie ihren Arm. Fuck, sie ist nicht tot. Mir schießen sämtliche Gedanken durch den Kopf. Ich beuge mich zu ihr runter und streiche über ihr Haar. Mir fallen keine passenden Worte ein. Sie ist diejenige, die etwas sagt. Doch sie spricht so leise, dass ich nichts verstehe. Ich beuge mich weiter runter. Mein Ohr liegt nun direkt vor ihrem Mund. AMC Empire. Das alte Theater? Frage ich verdutzt. Sie nickt. Haben Sie sie dorthin gebracht? Woher weißt du das? Ich habe so viele Fragen, doch sie gibt keine Antwort. Sie kann nicht mehr. Aber ich glaube ihr. Danke. Als ich mich aufrichten will, hält sie mich mit letzter Kraft fest. Ich lege mein Ohr noch einmal an ihre Lippen. Töte mich! Ich stehe abrupt auf. Das kann ich nicht. Ich bin kein Mörder. Jedenfalls töte ich keine wehrlosen Frauen. Ich gehe ein paar Schritte von ihr weg, drehe mich nochmal zu ihr um und betrachte ihren geschundenen Körper. Flehend sieht sie mich an. Sie wird sterben. Das weiß sie und das weiß ich. Doch wie lange wird sie sich quälen müssen, bis es endlich soweit ist? Ich habe keine Zeit mehr und denke an Goldlöckchen. Ich muss zu ihr. Ich knie mich vor die unbekannte Frau, durchsuche die Hose, die neben ihr auf dem Boden liegt, und ziehe einen Ausweis aus ihrer Brieftasche. Madison, sage ich. Hinter dem Ausweis befindet sich ein Foto. Es ist alt, verknickt und vergilbt. Ein kleiner Junge mit Zahnlücke lächelt in die Kamera. Madison steht hinter ihm und umarmt ihn. Ist das dein Sohn? Madison nickt und Tränen laufen über ihre Wangen. Ich lege ihr das Foto in die Hand. Sie kann es kaum halten, so schwach ist sie. Der Versuch zu lächeln scheitert und sie schließt die Augen. Sie wartet darauf, dass ich sie erlöse und ich erfülle widerwillig ihren letzten Wunsch. Ich ziehe das Messer aus meinem Holster und ramme es ihr fest ins Herz. Ich mache es schnell und es dauert nicht lange, bis sie tot ist. Was ist nur aus diesem verdammten Land geworden? Das AMC Empire war mal ein richtig cooler Schuppen. Vor einigen Jahren hatte ich hier für ein paar Monate einen Hausmeisterjob. Für einen kurzen Moment rieche ich wieder frisches Popcorn, sehe die knallige Leuchtreklame und den roten Teppich. Der Portier, Louis, öffnet mir die Tür und bittet mich herein. Was wohl aus ihm geworden ist? Doch zurück in der Realität stehe ich vor einer verschlossenen Tür. Ich versuche, einen Blick ins Innere zu erhaschen, doch alles ist dunkel. Auf dem Weg hierher habe ich versucht, mir das Innere des Theaters ins Gedächtnis zu rufen. Zu meinem Glück kann ich mich fast an alles erinnern. Um kein Aufsehen zu erregen, gehe ich zur Rückseite des Gebäudes. Ich werde versuchen, über den Lieferanteneingang ins Gebäude zu gelangen. Als ich um die Ecke komme, schrecke ich einige Ratten auf. Sie flüchten und ich muss mich beherrschen, nicht alles vollzukotzen. An einem der großen Müllcontainer lehnt ein bärtiger Mann. Seine Haut ist weiß. Dort, wo sein linkes Auge sein sollte, steckt ein Taschenmesser. Die offenen Stellen an seinen Beinen wurden von den Ratten als Futterquelle missbraucht. Er scheint erst ein paar Tage tot zu sein. Das ist eine Scheißidee. Ich verstecke mich in letzter Sekunde hinter dem Container, bevor jemand durch die Lagertür nach draußen kommt. Ja, Mann, ich weiß doch. Das ist der Fette. Ich erkenne seine Stimme. Aber was Norman sagt, muss gemacht werden. Wer hat den Wichser eigentlich zu unserem Boss berufen? Fragt der andere. Der Fette weiß keine Antwort auf die Frage, zumindest erwidert er nichts. Ich hab die Schnauze voll, immer nach seinen Regeln zu spielen. Wir hätten den Typen kalt machen sollen. Der wird uns das Kind nicht einfach überlassen. Goldlöckchen, sie ist hier. Der weiß doch nicht, wo wir sind, versucht der Dicke, ihn zu beruhigen. Abwarten.
Der Typ sah mir nicht so aus, als würde er schnell aufgeben. Seine Augen hatten sowas. Er hält kurz inne. Sowas Entschlossenes, ergänzt er. Aber Norman weiß ja immer alles besser. Ich sag dir, ich hab die Schnauze sowas von voll. Lange mache ich das nicht mehr mit. Kurz überlege ich anzugreifen. Sie sind nur zu zweit, das sollte zu schaffen sein. Doch ich will kein Risiko eingehen. Zuerst muss ich wissen, wo Goldlöckchen ist. Ich muss überlegt handeln. Ich beiße mir fest auf die Lippen. Eine verdammte Ratte klammert sich mit ihren Krallen an meiner Hose fest und versucht, an ihr hochzuklettern. Lautlos schüttle ich mein Bein und versuche, das Mistvieh abzuwerfen. »Was war das?«, fragt der Fette. Ich packe die Ratte am Hals und werfe sie auf den Boden. Sie quietscht und rennt davon. »Ach, nur so ein elendes Rattenvieh«, erwidert der andere. »Die haben ihr Festmahl noch nicht komplett verputzt.« Beide lachen und verschwinden wieder im Gebäude. Ich atme erleichtert auf. Zumindest weiß ich jetzt, dass Goldlöckchen lebt. Trotz der Dunkelheit finde ich den Weg zur Großküche ohne Probleme. Ich öffne die Schubladen und taste nach brauchbaren Waffen. Doch außer einem Dosenöffner finde ich nichts. Ich lasse ihn zurück in die Schublade gleiten und schleiche zur Tür. Durch ein kleines Fenster kann ich das theatereigene Restaurant überblicken. Von außen ist das Gebäude zum größten Teil mit Holzbrettern vernagelt, somit erreicht nur wenig Tageslicht das Innere. Ich öffne die Tür und gehe in die Hocke. Es scheint niemand hier zu sein, aber ich will nicht riskieren, überrascht zu werden. Gebückt gehe ich zum Ausgang des Restaurants und erreiche das Foyer. Links von mir befinden sich unzählige Ticketschalter, rechts die Säle 1 bis 7. Eine Treppe führt nach oben zu den Sälen 8 bis 11. Ich höre Stimmen von oben und ein lautes Lachen. Bevor ich mich auf den Weg mache, durchsuche ich die am Foyer angrenzenden Säle. Doch Goldlöckchen ist nirgends zu sehen. Die Tür zu Saal Nummer 9 steht offen und heftige Diskussionen dringen nach außen. Wenn ich richtig liege, müsste es einer der Kinosäle sein. Ich gehe auf den Raum zu und werfe einen kurzen Blick ins Innere. Beleuchtet wird der Raum von einem großen Strahler, der an ein Notstromaggregat angeschlossen ist. Die räudige Meute sitzt auf den unteren Plätzen. Ihr Anführer steht vor der großen Leinwand. Brüder, es herrscht Krieg. Er breitet seine Arme aus. Unsere Chance, die weiße Rasse wieder an die Macht zu bringen, ist gekommen. Lasst uns unser geliebtes Amerika wieder zu einem prachtvollen, reinrassigen Land aufbauen. Unter den Mitgliedern bricht Applaus aus. Und mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Was für Wichser! Ich wende mich vom Geschehen ab und suche den Saal nach Goldlöckchen ab. Auf den ersten Blick kann ich sie nicht sehen und das Risiko, von den Typen entdeckt zu werden, steigt mit jeder Sekunde. Plötzlich kommt mir eine Idee. Leise schleiche ich zum angrenzenden Vorführraum. Ich laufe den langen Korridor entlang und taste mich an alten Filmrollen, Beamern und großen Popcornsäcken entlang. Ich frage mich, ob das Zeug noch genießbar ist. Sobald der Spuk hier vorbei ist, werde ich zurückkehren und dem kleinen Goldlöckchen eine Riesenportion spendieren. Als ich die Öffnung in der Wand erreiche, schiebe ich den Beamer lautlos beiseite und habe Einsicht in den gesamten Kinosaal. Da liegt sie. Auf dem obersten Rang in der Ecke auf einem der breiten Partnersitze hat sie sich wie ein Embryo zusammengerollt. Jedes Mal, wenn die Stimme des Anführers ertönt, zuckt sie ängstlich zusammen. Ich weiß nicht, ob sie ihr wehgetan haben, ob er ihr wehgetan hat. Doch mein Hass auf den Wichser steigt, je länger ich Goldlöckchen sehe und je öfter sie zusammenzuckt. Der Fettsack steht auf. »Ich muss mal austreten«, wirft er in den Raum. Der Anführer nickt, aber unterbricht seinen Dialog nicht. Ich nutze die Gelegenheit, zücke mein Messer und verlasse den Vorführraum. Die Klotür öffnet sich knarzend und Fetti dreht sich um. Hastig versucht er, seinen mickrigen Schwanz einzupacken, doch bevor das Ding in der Hose verschwunden ist und er einen Ton von sich geben kann, ramme ich ihm die Klinge in den Hals. Er quiekt wie ein Schwein und fuchtelt wild mit den Armen. »Halt die Fresse!« fauche ich ihn an und steche erneut zu. Er versucht zu schreien, doch ich verpasse ihm eine mit der Faust. Benebelt taumelt er zurück, kracht ins Pissoir und reißt es lautstark aus der Wand. Ich steche noch ein paar Mal zu, um sicherzugehen, dass der Fettsack auch wirklich tot ist. Schnell durchsuche ich ihn und finde tatsächlich eine Pistole, die sich unter einer dicken Bauchfalte versteckt hat. Ich bin sicher, dass die anderen den Lärm mitbekommen haben,
denn ich höre Schritte auf mich zukommen. Schnell gehe ich in einer der Toilettenkabinen in Deckung. Die Tür öffnet sich. Scheiße! Verdammte Scheiße! Flucht der Typ, der zuvor mit Fetti hinter dem Theater stand. Ich halte die Luft an. Bist du hier? Fragt der Skin mit einem Zittern in der Stimme. Komm raus, sagt er nun lauter und entschlossener. Ich konzentriere mich auf seine Schritte und Bewegungen. Er öffnet die erste Kabine, dann die zweite, schließlich die dritte. Meine. Ich hole aus und verpasse ihm einen Tritt in den Schritt. Er jault und greift sich an die Eier. Tränen schießen ihm in die Augen und sein Kopf läuft rot an. Unerwartet stürmt er auf mich zu und rammt seinen Schädel in meinen Bauch. Es schmerzt, doch ich beherrsche mich, packe seinen Kopf und schleudere ihn gegen die Kloschüssel zwischen meinen Beinen. Prompt verliert er das Bewusstsein und ich steige über ihn drüber. Ich vernehme laute Stimmen und höre, wie Waffen entsichert werden. Ich reiße die Tür auf und renne den Korridor entlang. Die Skinheads eröffnen das Feuer in die Dunkelheit. Ich laufe die Treppe runter und verstecke mich neben einem leergeräumten Snackautomaten. »Teilt euch auf, Brüder!« ruft der Anführer und lädt seine Waffe nach, bevor er ebenfalls die Treppe nach unten nimmt. Mir wird schwarz vor Augen und ein stechender Schmerz macht sich bemerkbar. Fuck, eine der Kugeln hat mich getroffen. Mein Shirt ist nass. Keine Ahnung, wie schlimm die Verletzung ist. Es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich heftig an. Ich versuche nachzudenken. Die Dunkelheit im Gebäude macht alles um ein Vielfaches schwieriger. Allerdings könnte es auch zu meinem Vorteil sein. Ich kenne mich aus. Die Skins verteilen sich im Foyer und durchsuchen nach und nach die Säle. Zwei Silhouetten betreten das Restaurant. Ich richte mich auf und krieche durch die offene Türe. Als die beiden in der Küche verschwinden, gehe ich hinter einem Tisch am anderen Ende in Position und zücke die Waffe, die ich Fetti abgenommen habe. Als sich die Tür wieder öffnet, schieße ich wild drauf los und treffe den ersten, der mit einem lauten Knall zu Boden fällt. Mehr Glück als Verstand, denke ich und gehe wieder in Deckung. Wenn ich richtig liege, sind es noch vier, die ich überwältigen muss. Die Foyertür öffnet sich und eine wilde Schießerei beginnt. Der zweite, der eben noch im Rahmen der Küchentür stand, geht ebenfalls zu Boden. »Ich hab ihn erwischt«, ruft der Schütze. »Norman, hast du gehört, ich hab ihn erwischt, hab ihm den Schädel weggeblasen.« Norman betritt den Raum, klopft seinem Bruder anerkennend auf die Schulter und geht auf die Küchentür zu. Ein lauter Schrei entweicht seiner Kehle. »Du Vollidiot, du dummer, dummer Vollidiot! Du hast Adam erschossen! Du hast deinen eigenen Bruder erschossen!« Er geht auf ihn zu und verpasst ihm eine schallende Ohrfeige. »Ich muss mich beherrschen, nicht loszulachen. Der Trottel hat seinen eigenen Kameraden erschossen. Komm mit!« schreit Norman seinen Kumpanen an. »Ja, Sir«, antwortet dieser kleinlaut und folgt seinem Anführer nach draußen. Endlich kann ich mich aufrichten, doch der Schmerz beim Aufstehen betäubt meine Sinne. Ich spüre, wie alles um mich herum verschwimmt, doch ich muss durchhalten und Goldlöckchen retten. Im Foyer ist es nun still. Ich schleppe mich die Treppe rauf zurück in den Vorführraum. Die verbliebenen Skins diskutieren aufgeregt miteinander. Goldlöckchen liegt nicht mehr auf ihrem Platz, sondern sitzt in der ersten Reihe. Einer der Typen hat seine Hand auf ihre Schulter gelegt. Norman läuft vor der Leinwand auf und ab. »Wir können uns doch einfach von hier verpissen. Wir nehmen die kleine Schlampe einfach mit«, schlägt der Typ an Goldlöckchens Seite vor. »Nein, nein, nein«, wie ein Mantra wiederholt Norman die Worte. Er bleibt stehen und reibt sich die Schläfe. »Dann erschießen wir das Mädchen eben«, wirft der andere ein, steht auf und zielt mit der Waffe auf Goldlöckchens Kopf. Sie zuckt zusammen und mir bleibt das Herz fast stehen. »Du hast schon genug Schaden angerichtet. Nimm die beschissene Knarre runter, bevor du noch einen von uns erschießt«, sagt Norman und läuft weiter hin und her. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Der Typ löst sich von Goldlöckchens Schulter und geht auf Norman zu. »Ich kontrolliere mein Magazin. Eine Patrone. Nur noch eine verdammte Patrone. Ich entsichere die Waffe und ziele auf Normans Kopf. Wir finden den Wichser, Bruder. Wir erledigen ihn. Das schwöre ich beim Erhalt der weißen Rasse.« Norman hebt den Kopf und starrt in meine Richtung. In letzter Sekunde zieht er seinen Kameraden vor sich und nutzt ihn als Schutzschild, als sich mein Schuss löst. Goldlöckchen schreit und rennt los. Bevor Norman oder der andere sie packen können, erreicht sie die Tür und rennt raus. »Hol sie dir«,
schreit Norman seinen einzigen verbliebenen Gefolgsmann an. Im Foyer wird es laut und ich renne meinem kleinen Mädchen entgegen. Ihr lautes, weinerliches Rufen nach mir bricht mir das Herz. Ich bin hier, Süße. Sie rennt mir genau in die Arme und ich umarme sie. Jetzt bin ich hier. Dir wird nichts mehr passieren. Steh auf! Norman steht direkt vor mir. Ich werde dir deine Scheißfresse zerschneiden, du Hurensohn, werfe ich ihm entgegen. Patrick! Sein Kamerad zielt nun mit einem Gewehr auf meinen Kopf. Durchsuch ihn. Er nimmt mir die Pistole und mein Messer ab. Und jetzt mitkommen! Ich nehme Goldlöckchen auf den Arm und folge Norman in den beleuchteten Saal. Jeder Schritt fällt mir schwerer. Im Saal angekommen sehe ich das erste Mal, dass meine gesamte Kleidung blutdurchtränkt ist. Goldlöckchen fängt bei all meinem Anblick wieder an zu weinen. Es ist alles okay, Süße, mir geht's gut. Dann wende ich mich an Norman. Lasst das Mädchen gehen. Mit mir könnt ihr machen, was ihr wollt. Norman fängt an zu lachen. Ich werde immer wütender. Patrick, bring das Mädchen runter in den Keller und bleib bei ihr. Ich kümmere mich um unseren Gast. Ich stelle mich ihm in den Weg. Tu ihr weh und ich tue dir weh, drohe ich ihm. Bruder, Bruder, versucht Norman mich zu besänftigen, was mich nur noch wütender macht. Er wird ihr nichts tun. Du hast mein Wort. Jetzt setz dich hin und wir überlegen gemeinsam, wie wir das Problem lösen können. Widerwillig lasse ich den Typen mit meinem Mädchen den Saal verlassen, denn alles ist besser für sie, als mit diesem Monster in einem Raum zu sein. Ich schaue den beiden hinterher und setze mich dann auf einen der weichen Sitze in der ersten Reihe. Es fühlt sich an wie früher. Norman sieht mich eingehend an. Bruder, beginnt er, und ich verspüre das Bedürfnis, ihm die Zunge rauszuschneiden. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir von vorne beginnen können. Lange Zeit lag ein dunkler Schatten über unserem Volk. Lange genug wurde Rassenschande betrieben. Jetzt sind wir an der Reihe und dazu brauchen wir dein Mädchen. Ein paar Jahre und sie ist im gebärfähigen Alter. Es wird Zeit, die weiße Rasse wieder auferstehen zu lassen. Mit jeder beschissenen Floskel, die Norman über die Lippen kommt, wird mir schlechter. Das, mein Bruder. Er steht auf und zeigt auf seine Brust. Das ist es, wofür ich jeden Tag kämpfe. Seine Ansprache wird unterbrochen, als sich die Tür öffnet. Es ist der Glatzkopf, den ich auf der Toilette bewusstlos geschlagen habe. Er steht im Türrahmen. In der Hand hält er ein Messer. Mein Messer. Blut tropft von der Klinge und mein Herz zieht sich zusammen. Ich nutze die Ablenkung, springe auf, stürze mich auf Norman und ringe ihn zu Boden. Er lacht, während ich ihm immer wieder ins Gesicht schlage. Selbst als die ersten Zähne aus seinem Gebiss fliegen, lacht er noch wie ein Wahnsinniger. Als ich erneut aushole, boxt er mir auf die Schusswunde. Ich sacke zusammen, presse meine Hände auf die Verletzung und liege nun neben ihm, in seinem und meinem Blut. Meine Kraft verlässt mich und ich schweife ab. Vor meinem inneren Auge sehe ich Goldlöckchen, wie sie in ihrem süßen Kleid nach Essen sucht. Sie lächelt mich an und für einen kurzen Moment bin ich glücklich. Stich ihn ab, befiehlt Norman seinem Kumpel, der das Spektakel vom Türrahmen aus beobachtet hat. Nun mach schon, du Idiot! Stich zu! Schreit er ihm entgegen. Der Skin kommt auf uns zu, hebt das Messer und lässt es hinabsausen. Immer wieder sticht er auf das Hakenkreuz ein, bis nichts mehr davon zu erkennen ist. Ich verstehe nicht, was gerade passiert und drifte immer mehr ab, bis ich schließlich das Bewusstsein verliere. Als ich die Augen öffne, sitzt Goldlöckchen neben mir und streichelt mein Gesicht. Erst halte ich alles für einen Traum, doch ihre warmen, zärtlichen Hände beweisen mir das Gegenteil. Sie lebt. Ich lebe. Nun wird alles gut. Ich versuche, mich aufzurichten, doch der Schmerz lässt es nicht zu. Unser Retter sitzt still in einem der Kinositze und beobachtet uns. Ich nicke ihm zu. Und er nickt zurück. Während ich erneut das Bewusstsein verliere, erinnere ich mich daran, dass der Kerl während Madisons Vergewaltigung abseits stand und nicht an der Sache beteiligt war. Allerdings hat er sie auch nicht verhindert, was das Ganze nicht besser macht. Keine Ahnung, was für ein Typ Mensch er ist oder mal war. Aber für den Moment bin ich ihm dankbar. Goldlöckchen lebt. Das ist für mich das Einzige, was zählt. Als ich das nächste Mal die Augen öffne, ist der Kerl verschwunden. Hey, Goldlöckchen, magst du Popcorn?
ist das Erste, was mir einfällt, als ich in die strahlenden, aber besorgten Augen meines kleinen Mädchens schaue. Die Kleine muss mich auf dem gesamten Weg stützen und wir müssen einige Pausen einlegen. Es dauert fast den ganzen Tag, bis wir meine Jurte erreicht haben. Ich lasse mich erschöpft aufs Bett fallen. Goldlöckchen schaut sich interessiert in meinem Zuhause um, fasst alles an und inspiziert meine Schränke. Dort hinten findest du etwas zu essen und wenn du willst, kannst du dich waschen, sage ich zu ihr und zeige auf einen großen Eimer Wasser. Freudestrahlend taucht sie ihre Hände ins kühle Nass und wischt sich über das Gesicht. Dann zieht sie ihr kaputtes Kleidchen aus. Ich schlucke, als ich ihren zierlichen, nackten Körper vor mir sehe. Sie lächelt mich an und all meine Schmerzen sind vergessen. Stattdessen macht sich ein wohliges Gefühl breit. Egal, wie sehr ich versuche, mich dagegen zu wehren, meine Vergangenheit scheint mich einzuholen. Ich verspüre wieder diesen Drang. Der Drang, der mich vor Jahren hinter Gitter gebracht hatte. Der Drang, dem ich in meinem alten Leben oft nachgegeben hatte. Wenn Goldlöckchen nur wüsste, was ich früher für ein Mensch war. Wenn sie wüsste, warum mir meine Mitmenschen den Tod gewünscht hatten. Wenn sie wüsste, was ich auch heute noch für ein Mensch bin, dann würde sie rennen, soweit sie ihre schönen Beine tragen können. Ich decke mich zu, öffne meine Hose und ziehe sie ein Stück runter. Ich versuche mir einzureden, dass ich nicht mehr der alte Ray von früher bin, während ich das unschuldige Mädchen gierig anstarre. »Hey Goldlöckchen, komm und leg dich zu mir«, fordere ich sie auf. Sie gehorcht und kommt langsam auf mich zu. Ich schließe die Augen und warte darauf, ihren kleinen nassen Körper neben mir zu spüren. Als nichts dergleichen geschieht, öffne ich sie wieder und blicke direkt in die Seele eines 8-jährigen Mädchens, welches in den letzten Jahren schon zu viel erlebt hat. Sie steht genau vor mir. Neben Enttäuschung und Trauer sehe ich noch etwas anderes in ihren Augen. Wut. Ich empfinde Stolz für mein kleines Goldlöckchen, als sie mir mit voller Wucht einen Schraubenzieher ins Auge rammt. Sie hörten »Das Ende der Welt« von Irina Hommel.